Nächster Redner ist der Sozialsprecher der Grünen Partei, Markus Kotzer. Bitte sehr, Herr Präsident. Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, sehr geehrte Damen und Herren. So, jetzt noch einmal, worum geht es? Es geht schlichtweg darum, dass Menschen, die arbeitslos werden, sich künftig Wege zum AMS ersparen können, wenn sie wollen, indem sie ihre Anträge digital einbringen, indem sie den Weg dorthin ersparen, die oft mehrfach stattfindet, nämlich hingehen, Formular holen, zurückgehen, Unterlagen sammeln, wieder hingehen, wo es in Wirklichkeit auch kaum eine Beratung und Betreuung gibt und in Wirklichkeit nur die Formalien erledigt werden. Und das können sich künftig Menschen, die das wollen, ersparen. Und wir haben viele, viele Menschen, die in Arbeitslosigkeit sind, die innerhalb der ersten paar Wochen, der ersten paar Monate gleich wieder einen Job finden und die ersparen sie künftig diese Wege. Und wer das nicht will, wer das nicht kann, wer lieber aufs AMS geht, der oder diejenige kann das weiterhin machen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist im Gesetz auch ganz klar drinnen verankert, ich zitiere aus den Erläuterungen, ja, dass es keine Verpflichtung zur elektronischen Antragstellung besteht. Er liest das im Gesetz auch noch. Dass AMS nicht einmal prüfen darf, ob Kundinnen oder Kunden eine elektronische Antragstellung möglich ist. Ja, das heißt, das muss auf jeden Fall angeboten werden. Weil das heißt es im Gesetz, ja, dass Personen, denen die Beantragung, das ist § 46 Absatz 1, Personen, denen die Beantragung über das elektronische Kommunikationssystem nicht möglich ist, ist die persönliche Antragstellung bei der zuständigen regionalen Geschäftsstelle oder ein von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Arbeitsmarktservice unterstützter Zugang zum elektronischen Kommunikationssystem in jeder Geschäftsstelle zu ermöglichen. Das ist Fakt. Das ist Gesetz. Es ist analog möglich, es ist digital möglich, jedem nach seinen Bedürfnissen, jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder wie er sie kann oder will. Und es ist gerade auch der wesentliche Hintergrund dabei, dass künftig AMS-Beraterinnen, AMS-Mitarbeiterinnen über diese Maßnahme gerade eben mehr Zeit, mehr Möglichkeiten und haben und bekommen sollen, um Menschen, die betreuungsintensiv am AMS haben, die schwerer haben, die eben nicht selbstständig nach ein paar Wochen schon einen Job finden, auch mehr Betreuung, Unterstützung, Beratung bekommen, weil wir genau wissen, dass sehr oft die Menschen, die in der AMS-Beratung sind, vor allem mit Bürokratie, mit Administration eingedeckt sind und sie oft nur selten so intensiv um Menschen, die arbeitslos sind, kümmern können, wie sie sollten. Und das ist das Ziel dieser Maßnahme, dass das verstärkt möglich werden wird. Wir wollen nämlich genau wissen, dass dann, wenn AMS-Betreuerinnen, AMS-Beraterinnen sich besonders intensiv um die entsprechenden Klientinnen kümmern können, eine Vermittlung, die Wiederaufnahme von Jobs natürlich viel einfacher und möglich ist. Ja? Und weil das auch angesprochen worden ist, dass ins elektronische System, wenn man im elektronischen System ist, wenn man es digital beantragt hat, zweimal die Woche reinschauen muss, ja, mit einem Unterschied. Das ist ja in Wirklichkeit ein Schutz vor Willkür und keine Willkür, weil klar festgelegt ist, in welchem Rahmen das passieren muss und dass man eben nicht ständig auf alle Zusendungen immer wieder reagieren muss. Und darum bitte ich auch um möglichst breite Zustimmung für diese Möglichkeiten, sich künftig Wege ans AMS zu ersparen und diese online und digital erledigen zu können. Danke.